Wir haben die Ausstellung Bericht aus dem Depot genannt. Und ein Depot ist ja ein Lager, eine Ansammlung von Werken, die von anderen Menschen dort hingebracht worden sind, versammelt worden sind. Und als ich eingeladen wurde, aus der Sammlung eine Ausstellung zusammenzustellen, fand ich das ja zunächst sehr reizvoll. Ich habe so etwas nie gemacht. Normalerweise als Kurator überlegt man sich ja ein Thema und arbeitet an diesem Thema mit den Künstlern, trägt die Arbeiten zusammen, diskutiert. Es werden zum Teil neue Arbeiten geschaffen. Das ist also eine ganz andere Herangehensweise, als aus einer bestehenden Sammlung jetzt etwas auszuwählen. Also zunächst einmal sehr reizvoll das Ganze. Dann wurde ich eingedeckt mit sehr viel Material und bin, das war im Herbst letzten Jahres, eigentlich sehr, sehr erschrocken über die Menge. Es sind ja ungefähr 7000 Zeichnungen, Grafiken, Objekte, Bilder, Skulpturen in dieser Sammlung. Und wo fängt man da an? Wie will man daraus jetzt eine Geschichte erzählen? Eine Ausstellung ist da eigentlich auch immer eine Geschichte, die man erzählen möchte. Ein Bericht, eine Geschichte, ja. Und mit der Zeit bin ich dann doch dahin gekommen, dass diese Geschichte durchaus auch etwas Autobiografisches haben sollte. Professor Essen hat darauf hingewiesen. Ich kannte viele der Künstler seit den 60er Jahren. Es waren freundschaftliche Beziehungen, aber es war, was die künstlerische Arbeit betraf, war es eigentlich immer eher eine platonische Beziehung, nämlich mit ihnen verband. Ich hatte ein Programm, das konzeptionell ein wenig anders ausgerichtet war als das, was hier in Wien mit dem Aktionismus und um den Aktionismus passierte. Ich erinnere mich, 1964 habe ich die Galerie eröffnet und in den ersten Ausstellungen war einige Male ein österreichischer Künstler zu Gast, den ich noch nicht kannte. Er kam in Begleitung mit dem Berliner Architektenkünstler Stefan Bemerker. Und Stefan Bemerker sagte mir, ich müsste da sehr aufpassen, dass dieser Künstler bekannt dafür sei, dass er Bilder übermalt. Und sagt das Augenzwinkern, gib Acht. Einer hat damals weder Richter noch Pulk übermalt. Es ging alles gut. Die Galerie veranstaltete Soireen im Bereich der Fluxuskunst und des Happenings. Und es war nach Stanley Brown, Beuys, Thomas Schmidt, es war die vierte Soiree, in der Wolf of Stedt ein Happening gestaltet auf einem Autofriedhof. Und er wollte das mit Künstlern, Künstlerkollegen als Mitspielern aufführen. Und dann, die sollten ganz bestimmte Situationen herstellen und das Publikum sollte dann durch diese Autofahrtswand dann kriechen und so weiter. Und Mitspieler waren damals unter anderem Hödicke, Markus Lüpertz, der Grieche Zakarides, aber auch H.C. Erdmann und Hermann Nitsch, den ich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal traf. Häufiger Besucher der Ausstellung und der Soireen und auch Mitspieler war und wurde Gerhard Rühm. Da entwickelt sich eine sehr enge Freundschaft. Merkwürdigerweise zog ich dann 65 in eine Wohngemeinschaft, sowas war ja damals sehr populär, in der auch H.C. Erdmann lebte.
und etwas später mietete sich im gleichen Haus Attersee an. Also es war eine sehr, sehr enge österreichische Konstellation da, aber wie gesagt, das Galerieprogramm ging, abgesehen vielleicht der Person Gerhard Rühm, noch einen anderen Weg. Das änderte sich erst in New York, in der Dependance, als ich, das muss 76 gewesen sein, eine dreiteilige Ausstellung machte mit dem Titel Made in Berlin mit Hödicke, Kathi Bremer, Rebecca Horn und anschließend eine Ausstellung The Spirit of Vienna, also die beiden Plätze auch in New York auf neutralem Boden sozusagen gegenüberstellte. Und diese Spirit of Vienna Ausstellung waren dann die Künstler des Aktionismus, Gruß, Mühle, Nietzsche und Schwarzkuckler. Der Titel Eine kleine Machtmusik hat ja, denke ich, sehr starke musikalische Bezüge, musikalische Anklänge. Und so habe ich versucht, die Ausstellung aufzubauen. Und das war eigentlich jetzt für mich in dieser Woche hier, während dieser Arbeit, das Aufregende eigentlich, wie diese Werke zu einem musikalischen Werk zusammengefasst werden können. Das ist eigentlich die Geschichte, die mich interessierte, und es wäre natürlich wunderbar, wenn Sie einige Stellen beim Durchgehen später nachempfinden können. Der erste Raum ist sehr historisch angelegt. Werke aus den 50er, 60er Jahren, also frühe Werke von Mühle, von Nietzsche, von Arnold Freiner, von Maria Lassnig, von Otto Mühl. Stimmungsmäßig vielleicht könnte man das sagen, es sind die tiefen Streicher, wie man sie vielleicht bei Sibelius Kompositionen vorfindet. Dann ein wenig gestört durch ein Aktionsfoto von Wally Export oder eine Postkultur neuen Datums von Gironcoli. Aber es überwiegt dieser dunkle Streicherklang in diesem Bau. Die nächsten drei Räume gestalten sich dann eher kammermusikalisch. Da ist eine sehr interessante Duett-Situation entstanden zwischen frühen und jüngeren Arbeiten von Maria Lassnig und Attersee. Bilder, Skulpturen, zu denen sich dann, und das war sehr aufregend, und daraus wird dann ein Trio, Skulpturen von Erwin Wurm gesellen. Und da finden sehr, sehr interessante Dialoge statt zwischen diesen drei Künstlern, zwischen diesen verschiedenen Arbeiten. Dann folgt ein etwas ruhigerer Raum, Skulpturen von Franz West und Arbeiten, Bandarbeiten, also große Collagen, Montagen von Bruno Gironcoli. Bringt uns also etwas mehr in die Gegenwart zurück und endet auf einer Band mit einem, sagen wir mal, Crescendo mit neueren Arbeiten von Arnulf Reiner. Dann folgt ein Reiner-Nietzsche-Raum. Das ist dann wieder eher an eine Adagio von Bruckner zu denken. Und das geht über in eine ruhige Zone mit frühen Arbeiten von Günter Grass, zwei frühen Arbeiten von Nietzsche, einer Fotoserie Schwarzkugler, und dann endet das Ganze und bewegt sich wieder zurück in die 60er Jahre mit einer großen Fotoserie
von Valley Exports. Und der Serie Das Inquisit von Günter Gruß sowie Zeichnungen und Montagen von Gerd Rühm, die dazu noch den schönen Titel haben Wiener Lieder. Das wäre also der Durchgang, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Und ich habe in früheren Interviews, Gesprächen sehr häufig die Rolle eines Kurators auch mit der eines Dirigenten verglichen. Das heißt auch, wenn man Ausstellungen macht, große Ausstellungen macht, viele Künstler einlädt, man hat junge Künstler, man hat renommierte Künstler, man hat Stars, Künstlerstars darunter, die alle müssen zusammengebracht werden. Das ist wie in einem Philharmonischen Orchester, wo manche der Musiker als Solisten auftreten könnten. Sie spielen dann aber doch im Orchester. Das Orchester muss zusammenspielen, einen Gesamtklang bilden. Das ist eigentlich die Aufgabe des Dirigenten. Und dazu muss der Dirigent auch mit einer gewissen, das sollte mit einer gewissen Macht ausgestattet sein. Insofern ist der Titel auch durchaus selbstironisch zu verstehen. Es ist schon ein wenig die Macht des Kuratierens, die vielleicht dann Neuinterpretationsmöglichkeiten eröffnen. Das war für mich der große Reiz an dieser Ausstellung. Die kleine Nachtmusik als Nachtmusik ist von Mozart ja Serenade bezeichnet worden. Auch so würde ich diese Ausstellung noch untertiteln, ist eine Serenade. Es ist eine leichte Sommerausstellung, so hoffe ich, dass Sie das so empfinden, mit höchst potenten, höchst mit schweren, mit vielen schweren, mit schwerwiegenden Kunstwerken. Eine leichte Sommerausstellung mit vielen schwerwiegenden Kunstwerken. Ja, das ist soweit.